Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute testen wir Coca-Cola mit Kaffee aus der Türkei. Und ich habe diese Dose von meinem Lieblings-Schnäppchen-Blog auf Instagram zugeschickt bekommen. Von LoveSale_Blog. Kennt ihr den auf Instagram? Schaut auf jeden Fall mal rein. Ich werde den Blog hier auf jeden Fall verlinken und ich bin super gespannt, wie Coca-Cola mit Kaffee schmeckt. Das habt ihr mir dieses Jahr so häufig zugeschickt auf Instagram. Viele von euch waren in der Türkei im Urlaub und haben Fotos für mich gemacht und mir diese leckere Coca-Cola zugeschickt. Ich dachte mal, geil, also Fotos von der Cola, die muss ich doch unbedingt mal probieren. Jetzt habe ich sie hier und ich bin gespannt, ob es vielleicht einfach nur Kaffee von Coca-Cola ist oder ob es Coca-Cola mit Kaffee ist, denn das habe ich wieder vergessen, was es genau war. Also vielleicht ist es ja, das wäre schon ziemlich verrückt, oder? Coca-Cola mit Kaffee. Ich habe hinten mal drauf geguckt, es gibt auch die Zutaten am Ende, habe ich abfotografiert. Es sind keine Kalorien hier drin, kaum Kalorien. Eine Dose hat 1,5 Kalorien, das ist auch ziemlich abgefahren, ne? Ist es vielleicht einfach nur schwarzer Kaffee? Obwohl es steht hier drauf, plus Kaffee. Ich mag es einfach auch so ein bisschen zu rätseln, bevor ich die Dose gleich mit euch zusammen aufmache. Weil die hat so einen weiten Weg hinter sich, da kann ich ihn nicht einfach aufreißen, ins Glas reinkippen und sagen, oh, ist doch nur kalter Kaffee. Nee, wir wollen mal schauen, wie es denn schmeckt. Ah, es zischt. Das spricht dafür, dass es wohl doch eher was mit Cola zu tun hat, oder? Erst die Nase oder erst ins Glas? Erst die Nase. Es riecht tatsächlich nach Cola. Abgefahren. Jetzt in mein Lieblingsglas hier mit dem doppelten Glasboden. Das benutze ich immer ganz gerne, weil ich hoffe, dass es und ich euch eine möglichst schöne Optik präsentieren möchte. Und das sieht aus wie schwarzer Kaffee mit Schaum oder wie Cola. Es riecht auf jeden Fall wie Cola. Aber jetzt kommt auch so langsam der Kaffeegeruch durch. Ich bin jetzt mal super gespannt. Das wäre dann der Cola Zero bzw. Cola Light mit Kaffee. Verdammte Axt. Und es schmeckt auch so, wie man sich das vorstellt. Also echt interessant. Super interessant. Es schmeckt wie eine Coke Light, Coke Zero mit, das heißt mal Coke Light mit Kaffeegeschmack. Man hat so diese Süße und dann gleichzeitig dieses Kaffeearoma und ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt schmeckt. Ich hätte gedacht, das schmeckt total ekelig und mir ziehen sich alle Gesichts Züge zusammen. Vielleicht gibt es auch da draußen einige Menschen, die sagen, wie eklig ist das denn? Ich finde es aber tatsächlich echt angenehm. Ich finde es lecker. Und es ist eine echt coole Idee. Wenn Cola allein nicht mehr reicht zum Wachmachen, braucht man keinen Kaffee hinterher trinken, spart man sich vielleicht schon komplettes Frühstück. Kaffee und Cola in einer Dose. Mega abgefahren. Schmeckt besser, als man denkt, muss ich sagen. Auf einer Skala von 1 bis 10, ich bin ja nicht so der Fan von Light-Getränken, bekommt das von mir 7 Punkte. Wenn ihr aber Cola Light mögt, dann habt ihr bestimmt, liegt ihr da bestimmt in der 8-Punkte-Cola-Skala. Wirklich lecker, muss man mal probiert haben. Echt, finde ich sehr spannend. Hier oben könnt ihr den Skandal abonnieren, wollte ich gerade sagen. Was für ein Skandal. Nein, den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.